Das Zweite, jetzt streite ich mich überhaupt nicht mit Herrn Dutzmann über den Begriff der Rechtfertigung. Bei mir ist Rechtfertigung etwas, was sozusagen einen juristischen Klang hat. Bei einem insbesondere evangelischen Theologen ist Rechtfertigung natürlich etwas ganz anderes. Also da vielleicht denke ich mir mal noch einen Ausdruck an. Ich wollte nur mit dieser Unterscheidung, die ich ja erstmalig in der Debatte mit Präses Schneider in Dresden gebraucht habe, mir überlegt hatte, sagen, ja, ich stimme zu, es gibt keinen gerechten Krieg. Das ist über Jahrhunderte diskutiert worden. Es gab auch in der Kirche viele Lehren zu einem gerechten Krieg. Da bin ich bei Ihnen, das ist immer ungerecht. Es führt zu Schuld. Aber das kann nicht das letzte Wort sein. Na, da machen wir es eben und machen es eben schuldig. Na gut, das ist, ich glaube, so kann man weder politische Führung noch Soldaten alleine lassen. Und da habe ich jetzt mal als Jurist mit dem Begriff der Rechtfertigung gesagt, dass das ist etwas, was ungerecht ist, was aber doch sozusagen in der Abwägung der Güter einen Grund hat, es zu tun. Legitimiert, können Sie auch sagen. Vielleicht ist das das bessere Wort. Aber schuldig machen wir uns allemal, da bin ich genug evangelisch gebildet, um sozusagen diese Terminologie mit zu übernehmen. Aber ich würde Sie bitten, nochmal zu sagen, was sozusagen für einen politisch Verantwortlichen, für einen Abgeordneten, für einen Soldaten mehr, also was können Sie ihm mehr anbieten, als nur zu sagen, es ist nicht gerecht, gerechtfertigt schon gar nicht oder auch nicht, machst du dich eben schuldig. Und erwartest du auf die Gnade und Erlösung irgendwann. Bisschen zynisch gesprochen. Also was können wir ihm mehr sagen noch aus theologischer Sicht in Fällen, wo ich es für geboten oder mindestens legitim halte? Also als Vokabel würde ich anbieten, vertretbar. Ja, das ist nochmal was anderes. Vertretbar ist was anderes als gerechtfertigt. Ne? Also zu sagen, ich bin sehr dankbar für diese 7 Faktoren, die Sie genannt haben, weil das in der Tat manches nochmal klärt und systematisiert. Zu sagen, jawohl, dieses haben wir abgearbeitet und abgewogen und wir vertreten es jetzt und halten es für vertretbar. So, aber am Ende ist das Ganze nach vorne offen. Da kommen wir auch nicht raus. Ist das für Sie, Herr Enz, eine Formulierung, mit der Sie leben können? Wie gehen Sie, genau, wie gehen Sie um mit der Schuld wiederum, die derjenige auf sich lädt, der nicht eingreift, der das Morden, Töten, wir können jetzt beliebig viele Orte in der Welt aufzählen, wo eben nicht eingegriffen wird und man zuschaut, heißt immer der Begriff, dieses Zuschauen macht einen auch schuldig. Ist also die Vertretbarkeit etwas, womit Sie leben können? Also in der ethischen Frage hilft uns das nicht wirklich weiter. Jedenfalls erkenne ich das jetzt noch nicht. Vielleicht müsste ich da noch länger zuhören, dem Herrn Dutzmann. Die Frage mit der Schuld, mit dem Schuldigwerden, die diskutieren wir jedes Mal auf diesen Podien. Da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Da müssen wir nicht lange rummachen. Schuldig werden wir alle mal, ob wir nun eingreifen militärisch, dann sowieso, weil wir das Töten billigend in Kauf nehmen für höhere Ziele. Bei dem Überlassen eines Volkes sich selbst oder dem Abschlachten machen wir uns auch schuldig. Auch das sind, da sind wir uns einig. Das bringt uns also in der Entscheidungsfähigkeit, die wir suchen, nicht wirklich weiter. Der Umgang mit dieser Schuld wäre dann nochmal ein wichtiges ethisches und theologisches Thema. Da würde ich gerne mal mit Ihnen auch drüber sprechen. Denn da gibt es einiges dazu zu sagen, damit wir nicht, nur diese Anmerkung, damit wir nicht in die billige Gnade abrutschen und sagen, schuldig werden wir eh, also sind alle Optionen wieder auf dem Tisch. So leicht dürfen wir uns das damit nicht machen und ich habe immer große Sorge, wenn ich Politiker und Kirchenleute Arm in Arm sehe, die sagen, schuldig werden wir eh und damit, wenn es dabei bleibt. Deswegen bin ich dankbar für diese Veranstaltung, weil ich hoffe, dass wir da einen Schritt weitergehen können. Die Frage der Differenzierung liegt also nicht so sehr in der Schuldfrage, sondern die Frage der Differenzierung liegt für mich tatsächlich nochmal in der Gewalt, in der Gewaltfrage und in der Gewaltdimension. Wenn wir uns auch einig sind zu sagen, den gerechten Krieg gibt es nicht, dann können wir aber vielleicht doch sagen, es gibt Situationen, in denen wir überlegen müssen, ob es nicht gerechtfertigt sein kann, hier eine Form von Zwang auszuüben. Und diese Situation tritt nur dann ein, diese Frage stellt sich nur dann, wenn es tatsächlich um den Verantwortungsschutz gegenüber anderen geht. Es gibt keine andere Legitimation,
aus theologisch-ethischer Perspektive als nur diesen einen Fall. Also wenn es um Rohstoffe geht oder wenn es um politischen Einfluss geht oder wenn es um all die, also Sie können es aufzählen, die politische, das mit dem politischen Kalkül, das ist alles ethisch aus christlicher Perspektive, sage ich Ihnen, können Sie damit, werden Sie nicht weit kommen, jedenfalls nicht mit dem Neuen Testament, was wir haben. Einzig und allein geht es um die Frage, was tun wir, wenn wir in diese Verantwortungssituation kommen, den Nächsten zu schützen, der unmittelbar von Gewalt bedroht ist. Nur darum geht es. Also zunächst stelle ich mal fest, dass zwei Theologen hier streiten über die Frage, ob der Begriff gerechtfertigt sinnvoll ist oder nicht. Da halte ich mich jetzt mal raus. Das müsst ihr mal unter euch klären. Sie sagen, der Begriff passt gar nicht. Sie sagen, in einer bestimmten engen Konstellation passt er. Aber jedenfalls, dass ich mit gerechtfertigt etwas anderes meine als Sie im Resonanzboden, das ist mir sozusagen auch klar geworden. Müsst ihr über das nochmal drüber reden. Vertretbar klingt so, das ist auch gut gemeint, aber es klingt ein bisschen zu leicht. Das Wort gefällt mir auch nicht. Also wenn man irgendwie eine Entscheidung trifft, normaler Art, dann ist die eben vertretbar oder so. Das wird sozusagen dem Ernst der Lage nicht gut. Verantwortbar gefällt mir sehr viel besser als irgendwie vertretbar. Vieles ist vertretbar. Gut, aber das müssen wir heute ja nicht ausdiskutieren, wie man die Begriffe macht.